Ja, dann lass uns mal ab ans Silikon. Ab ans Aquarium Silikon, wollte ich sagen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo. Wie ihr seht, sind wir nicht bei uns zu Hause, sondern bei einer Freundin von uns. Die ist jetzt gerade erst umgezogen und ihre Schweinchen haben ein neues Gehege bekommen. Wupp, wupp. Hallo. Und das wollen wir euch jetzt mal ein bisschen zeigen. Das war nämlich ein Auftragsgehege. Ist nicht selbst gebaut, sondern von einer Firma gemacht worden. Genau. Und das ist richtig schön und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir haben wie bei uns auch Plexiglas zum Rausnehmen. Ist ähnlich gemacht wie bei uns, nur dass das hier ein Stück Holz ist und nicht bei uns die kleinen Holzbalken damit dran. Ja, genau. Was echt eine Ads-Aufgabe bei uns war. Dann haben wir große Schubladen. Sehr tief. Also sehr, sehr einmal tief. Richtig schön. Wo echt viel reinpasst. Genau. Dann haben wir da nochmal die Schiebetüren. Dann haben wir da drunter noch ziemlich viel Platz. Da kommt auch noch ein Vorhang vor. Und natürlich ein Mittelgang, also ein richtig schönes U-Gehege. Genau. Da kommen wir auch richtig schön vernünftig rein. Da kann man von jeder Seite hier die Schweinchen beobachten und genießen. Und die Schweinchen wissen gar nicht, was los ist, weil plötzlich mitten im Gehege einer steht. Ja. Genau, da ist auch noch ein Regal, wo Bücher und sowas rein könnten. Richtig schick. Was tatsächlich ganz cool gemacht ist, ist im Innenbereich. Kannst du das so, die Kamera nehmen? Ja, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ist noch weiter hier, ne? Ja, ja, lass ich mal so. Da ist hier so eine Plexiglasleiste vor und hier unten auch schon Silikon dran, dass das Holz geschützt ist, wenn die Schweinchen da mal ein bisschen gegenpinkeln. Ja. Aber was wir jetzt noch machen, das ist halt so ein Steckgehege gewesen, also selbst aufgebaut dann doch. Genau, dadurch fehlt hier halt noch ein bisschen Silikon in den Rillen. Auf der Gegenseite auch. Und da machen wir jetzt dann noch mal ein bisschen Silikon rein, probieren es zumindest. Und ja. Da wollen wir euch gerne mitnehmen. Weil dafür braucht man besonderes Silikon. Und zwar Aquariensilikon. Wir haben das jetzt von dieser Marke. Ist keine Werbung, einfach nur so gekauft. Und das ist nämlich ungiftig für die Tiere. Genau. Wichtig ist, dass man nicht das normale Badsilikon nimmt, weil das genau. Halt giftig ist, sondern wirklich Aquariumsilikon. Das ist halt ungiftig für Tiere. Genau, da steht auch nochmal ungiftig für Fische. Ja. Genau. Und das kommt gleich. Damit dran. Daran. PVC wie bei uns kommt erstmal nicht rein. Genau. Da hat sich die Freundin gegen entschieden erstmal. Erstmal gucken, wie das so ist, weil wie gesagt, hier ist halt schon so eine extra so eine Plexiglasscheibe mit dran. Und auch hier bei der Naht ist so eine Plastikübergang mit, dass da halt nichts dran kommt. Und dann will sie erstmal gucken und Erfahrung damit sammeln, wie das ohne PVC ist. Auch mal sehr interessant. Und wenn es halt doch irgendwann mal das Holz ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird, dann kommt da vielleicht auch nochmal PVC rein. Das kann man ja immer nachlegen. Genau. Weil wir haben unseres ja auch mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Und ja, dann muss man halt immer bei PVC bleiben, weil das Klebeband... Sagen, das versaut ja auch das Ganze hier, deswegen lassen wir das. Genau, und das von dem furnierten Holz wieder runterkriegen, ist schwierig. Genau. Ja, dann lass uns mal ab ans... Ab ans Silikon. Ab ans Aquarium-Silikon, wollte ich sagen. Thank you.
Das Silikon ist jetzt 2 Tage ausgehärtet. Das sollte es auch mindestens. Und jetzt können die Jungs von Caro einziehen. Bob, Rickard und Oreo. So, wie ihr gerade gesehen habt, ist das Gehege jetzt eingerichtet. Wir haben jetzt einige Zeit noch später und die 3 Boys haben sich richtig gut eingelebt. Die sind zwar noch ein bisschen schreckhaft, aber wer kann es denen verübeln? Da sieht man ein bisschen. Ja. Voll süß. Ja gut, und hier werden die solche Liner benutzt, also darunter ist halt ne, Gehege, Bodenplatte und dann sind hier so eine Liner von einer bekannten Marke und die ersetzen dann quasi die Inkontinenzunterlagen und die Badmatten und darauf kommen dann eigentlich noch Pipi-Pads, aber man kann die auch weglassen und dann halten so diese Matten oder Liner so ungefähr 3 Tage, mit Pipi-Pads ein bisschen länger. Jo. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und diesen kleinen Gastbeitrag von Caros Schweinchen. Ist doch immer wieder süß anzusehen, wie Schweinchen ihr komplett neues Gehege erkunden und sich über so viel Platz freuen. Und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Tschüss! Tschüss. Und wenn ihr nichts mehr von den Wikis verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Über Likes und Kommentare freuen wir uns auch immer sehr.